Oh, jetzt erstmal ein lecker Fläschchen Tomatensaft trinken. Lecker und gut für die Kampfeslust in dir, wegen der Vitamine. Bei Let's Play Seiken Dance Zetsu 3. Oh, ein lila Pogo Potobo Puschel, wie die Dinger heißen. Und noch einer. Ja, die Spawns können variieren. Hab allerdings keine Ahnung, ob das was mit dem mit der Tageszeit zu tun haben könnte. Oh, jetzt die ganz tollen verdammt. Nein, nicht gangbangen! So, jetzt machen wir hier Nägel mit heiliger Magie-Köpfen und so. Mal sehen, ob es wirkt. Schön erstmal das Vogelvieh hier entrupfen und auf den Bratensaftstecker aufstöpseln. Naja, war jetzt nicht so wahnsinnig performant, diese Magie. Oh, scheiße, da oben. Lass, mach was! Das dauert zu lange, bis ich da bin. Das ist so ein Negativum, finde ich, an diesem Spiel hier. Nämlich... Nein, fieses Vieh. Nämlich, dass man, während man im Kampfmodus ist, nur so ganz langsam nach vorne gehen kann. Der Denzel Wenzel. Komm, guck mal, ich mach jetzt mal gerade gar... Ach, die Engine muss wieder irgendwelche fiesen Matenten gerade machen wohl. So, darf ich jetzt nochmal... Was ist mit der? Oder ist die versteinert? Ach so, die ist versteinert worden. Ja, okay. Ja, passiert. Gut, dann komme ich eben erstmal das Vieh wegen der Abwehrkraftverringerung platt machen. Brav. Brav. Oh, Kindesmisshandlung. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, wie und wann und warum man in der Lage ist, mal so ein Vieh in der Kindheitsphase umzubringen. Vermutlich hat es was da... Scheiße. Hat es was damit zu tun... Was mit... Angela, was ist mit dir los? Ich will dich benutzen. Na also. Benutzt mal wieder Dunkelmagie. Sehen. Ich hatte die anderen mal ausprobiert, aber dagegen sind sie leider Gottes ziemlich unempfindlich, die Dinger hier. Und ich fürchte, dass die Dunkelmagie kein Instant Death verursacht. Aber es gibt einen theoretischen Zauber, der Instant Death verursachen kann, aber das ist ein bisschen kurios. Weil er einfach den Schaden benutzt, um Instant Death zu verursachen, weil er so hoch ist. Das ist ein bisschen seltsam. Aber was... Oh, Schmerz. Aber was soll's, kann ich eben nichts dran machen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich jetzt keinen anderen Charakter benutzen kann, um hier mal einen Bonbon oder sowas reinzupesen. Oh, eine Schatztruhe da. Mal gucken wir doch mal rein, vielleicht ist wieder ein Bonbon drin, oder was? Blümchen, weg mit dir! Und? Oh, es ist ein Geschosssamen. Ja, und den kriegt natürlich Hawk. Ja, das ist, wie war das noch? Irgendeiner wurde mal gefragt, wie schnell ist, der männliche Samen beim Ejakulieren? Und was sagte die? 10 Liter pro Sekunde? Habe ich vom Kollegen gehört. Nicht selber festgestellt oder sowas. Komm, mach Dunkelheit, flieg und sieg. Jetzt, wo die Abwehrkraft unten ist, wenn sie ihre Spezialangriffe durchziehen, ist es noch tödlicher als alles, was wir zuvor jemals gesehen haben. Ja, diese Folge wird kämpfen, kämpfen und nochmal kämpfen. Heute sehen wir nichts anderes als Kämpfe. Ich hoffe, das mögt ihr. Bin ich tot? Nein. Aha! Ich hoffe, das mögt ihr sehr, weil wir heute... Das könnt ihr ausschalten. Weil jetzt ist der nächste Speicherpunkt ist weit weg und so weiter. Das mögt ihr alle und triddeldü und triddeldö. Kämpfen macht uns alle früh. Apropos kämpfen. Mariano von Trani, der Tranige, kämpft. Nein. Seruin, wer weiß, woraus das ist? 10 Gummipunkte. Und nicht googeln, klar. Oh, ich stehe hier doof rum und das ist Gülleküken gewähren. Ja, oder Vogel, Flugzeug, schieß mich tot. So, ich guck gerade nochmal hier. Sieht ja fast so aus wie das Gebiet davor, nicht wahr? So groß der Röner G.A. Verlangt von mir! Willst du ein Omelette backen, musst du vorher Eier knacken. Was soll's? Es ist so. Es bleibt so. Und Serena G.A. wird jetzt nur... Oh. Und Angela war verliebt. Oh, in wen? Wer ist der Glückliche? Wobei, sie kann jetzt wirklich Magie. Also, der Unglückliche. Ist es tot? Ist es tot? Ist es tot? Schade. Oh, wir sind fast... Stirb mal, please. So, da ist... Achso, ich war kurz... War wieder kurze Zeit versteinert. Das ist nämlich blöd. Weil dann wird hier wieder... Ja, komm, Angela kann auch noch einen. Weil dann wird wieder hier die Charaktere gewechselt und ich mag Hawk, weil er zwar mal angreifen kann, das empfängt oder entfaltet eine gewisse Dynamik im Kampfe und das mag ich sehr. Moment, ich glaube, ich gucke mal hier unten, genau, hier ist eine Sackgasse, ne, für die Hacken.
Und Serena GR verlangt von mir tatsächlich, dass ich mehr kämpfen soll. Hier ist nichts. Also, dass ich grinden soll, vermutlich meint er auch offscreen, weil er möchte, dass die Kämpfe schneller vorbei sind. Ne? Bei den Bossen sagt er, oh, ist das schön, dass die so viel aushalten, die Bosse. Mann, das macht das Spiel gut. Aber hier, dass die Standardgegner nicht irgendwie hier Umfallsäcke sind, die beim ersten Anblick irgendwie zu Boden gehen und sich nicht mehr trauen aufzustehen, wie ein Boxer, der auf den Gegner gewettet hat und mit der Mafia im Bunde ist. Wie hieß der Film nochmal? Snatch? Genau. Und wir haben leider keinen Zigeuner bei uns, den wir... der so gut im Bärennackel-Boxfighten ist. Wüssten ihn nicht töten! Auch macht ihn tot! So Aschweinerei! Hä? Da sieht man mal. Oh, Abwehr runter! Spezialangriff! Ich hab nur noch 2 Bonbons im Inventar. Egal, dann verpacken wir die jetzt erstmal hier an ihn. Und... ja, es geht jetzt ein bisschen am Zahnfleisch rum. Und die Lisa. Und dann muss ich mal ins Menü, um das wieder gerade zu pinseln. Aber ich gucke erstmal rein, was da drin ist. Yay, noch mehr Geschosssamen. Wie sehr ich das brauche. So. Also, er meinte, ich soll einfach grinden, damit die Standardkämpfe besser, schneller vorbei sind. Und genau deswegen habe ich viele Bonbons dabei. Ich könnte ja schon wieder mit Hawk 1 futtern. Ich glaube, das mache ich sogar. Sonst stehe ich gleich wieder da. Und sterbe, als ob nichts wäre. Oh, Hawk. So. Also, ich... wie gesagt, weil meine Herangehensweise bei solchen Spielen in der Regel so ist, dass ich versuche nicht zu grinden. Zumindest solange ich irgendwie auskomme. So, hier muss man jetzt gucken, weil sonst könnte man diesem Felsen nichts tun, wenn wir nicht den Typen angesprochen hätten, den Tomatentypen am Ende der letzten Folge. Und dann Rocky auswählen. Oh, schaut, oh seht, die ihr vor einem Rätsel steht. Doch haltet ein, was mag das wohl sein? Das war mir klar. Die Höhle ist offen. Wie wunderbar. Danke, danke. Er sollte Stand-up-Comedian werden. Und neue Gegner. Und zumindest nicht mehr die tollen Noppenzungen. Nee, das meine ich nicht. Ich mein, oh Gott, wir sollten erstmal die Quallen umbringen, weil die Quallen können heilen. Und die Potos da vorne auch. Aber die Potos können auch etwas Schönes droppen. Und das würde ich gerne... wahrnehmen. Oh, und es kann auch Mama Potus erzeugen. Und Mama Potus können den nächsten leveligen, höher leveligen Spezialzauberspruch. Keine Musik? Okay. Den nächst höher leveligen heiligen Zauberspruch ausspucken und das Ding macht aua, aua, aua. Und hier sind die Erfahrungspunkte natürlich nochmal mehr. So, aber die Mama Potus. Okay, sie können auch Licht nutzen, aber sie können auch das Mama Potoöl droppen. Das allerdings nicht so gut ist, meiner Meinung nach, wie das normale Potoöl. Aber ich kill jetzt das, wie es mir jetzt hier gerade mehr oder weniger in den Sinn kommt. Ja, die Hülle ist lang und unnachgiebig. So, und um das noch auszusprechen, was ich ureigens auch aussprechen wollte, stimmt, ich sollte erst die Quallen umbringen, weil sie mich daran hindern, umbringen zu können. Los, auf die Qualle. Hau auf die Qualle. Dankeschön. Und ich find's toll, dass sie aus den normalen Noppenzungen und den... wie hießen die noch? Aus den Kuschelechsen? Oh oh, tatsächlich Standardgegner gemacht haben. Darf ich noch was umbringen? Ich danke euch von Herzen. Hawk und Angela. So. Also, wenn ihr euch das hier nicht ansehen könnt und die Kämpfe für euch ohnehin furchtbar langweilig sind, frage ich mich allerdings tatsächlich, warum ihr euch das hier überhaupt anguckt, weil ich sag mal so, das ist so ein bisschen wie Diablo. Der Kampfanteil ist enorm hoch in diesem Spiel. Genauso wie. Moment. Maximal, okay, mach mal Vitalität hier. Genauso wie in Sachen, also Diablo oder auch im Vorgänger. Ich meine, im Vorgänger hat man auch im Grunde nur rumgekämpft, ne? Also man ist rumgelaufen und gekämpft. Dann war man im Dorf, hat ein bisschen eingekauft und hat weitergekämpft. Und dann ist man weitergekämpft und dann hat man gegen Boss gekämpft. Und dann, Angela kann ich noch mal eins reinwirken, die steht nicht so gut da. Die ist nicht so kraftvoll. Das passiert, wenn man nur Bikinis anziehen will als Schutzausrüstung. Dann sollte sie sich mal von ihrer Mutti ein Beispiel nehmen. Die hat zumindest eine Ganzkörperstoff-Massagerüstung an. Mit 3 Geschwindigkeitsstufen. Allerdings, hat sie sich mal falsch rum angezogen, dann hatte die Kabel im Rücken. Und dann war die eine Fangirl von Dr. Octopus und... man weiß ja, was draus geworden ist. Und da Spider-Man hier noch nicht gezeugt wurde, ist das da ein bisschen kritisch und da muss das Mana-Schwert halt herhalten, ne? Sonst, ne? Nicht ins Paradies einkehren mit 35 Jungfrau-Feen. Die
viel zu klein sind und platzen, wenn man... Also man hat nicht viel davon, wenn man ein bisschen Freude am Abend haben möchte. Aber was hier zumindest schön ist, es ist wieder deutlich einfacher, was das Kämpfen anbelangt. Und die Noppenzungen, ja, die kann man ähnlich wie die Vögel auch kaputt vögeln. Bitte, 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 danke für diese Schokolade. Danke. Ich habe heute wieder zu viel Schokolade gegessen. Es ist... Ich habe da so schöne Kinderriegel... Bleib. Nix bleib hier. Ich habe da so schöne Kinderriegel stehen und... Ich kann einfach die Finger nicht davon lassen. Und das Problem ist ja, besser gar nichts davon zu sich nehmen, als auch nur ein Stückchen probieren. Immer, oh, mehr. Mehr. Weißt du noch, in einem Stream hat die Aspergier-Seele. Also, da ist auch egal. Falls jemand zuguckt, weiß er wahrscheinlich Bescheid. Also die Mutter von Blood Soul. Ne? Die ist deutsch. Die ist deutsch. Weil sie nennt sich Deutsch. Und der Sohnemann nennt sich Soul, also Englisch, Englisch. Dieses verkommene Jugend von heute. Alles nur noch Englisch. Nein, 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 nein. Ja, ich weiß diese Person sehr wertzuschätzen. Oh, eine Walnuss. Ich weiß es sogar noch mehr wertzuschätzen. Ja, Bernd mag Nüsse lieber als Menschlein. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mich wieder mal verzettelt. Ist schon klar. Ach so, nein. Sie meinte mal, vor, weiß ich nicht, ist schon ein paar Monate her. Beim Stream, der Livecam. Und zwar, Bernd, hast du etwa... Bist du krank gewesen? Du siehst so schwach aus. Ich hab gesagt, nee, viel besser. Ich hab willentlich abgenommen, ja. Und was ist jetzt? Jetzt denke ich mir, samstags beim Einkaufen? Oh, Kinderschokolade. Mit der extra Portion Milch. So wahnsinnig gesund. Ach ja, Bonbons, so wahnsinnig gesund. Und das stimmt sogar. Das sind die, nimm zwei Bonbons. Vitamine und Naschen. Noch richtig. Nicht von der Wohltätigkeits-Bonbon-Lobby oder Süßigkeiten-Waren-Lobby total verhänschelt oder sowas. Wundervoll. Ja, ich nehme an, das hat was damit zu tun, dass man genug Schaden auf einem Haufen da reinwirkt und letztendlich die Gegner dadurch zum schnelleren Sterben bringt, als quasi dieser Weiterentwicklungsevent triggert. Pokémon entwickelt sich weiter zu Lizard. Ich habe keine Ahnung von Pokémon. Ich weiß nicht, wie die Echsenmon da heißen. Oh, ein seltener Samen. Ganz seltener Samen, was aus diesem seltenen Samen wo erwachsen vermag. Eine zweite Helene Fischer. Ich habe heute mit einem Arbeitskollegen gesprochen, der... Er ist ein bisschen seltsam. Aber... Nee, Quatsch, das war der andere. Wo bin ich jetzt? Hawk, da. Und, der andere, der meinte... Er gibt es zu, er findet die Helene Fischer rattenscharf. Ich meine... Aber ich sollte wieder auf die scheiß Qualle hauen. Jedenfalls... Ja, ich meine, die hat Zeit, jeden Tag im Fitnessstudio zu trainieren vom... Achso, wieso ist meine Spezialattacke weggegangen? Wieso? Ich habe das Gefühl, die Gegner können irgendwas tun, weswegen ich... Ja komm, das ist noch genug Lebenskraft. Die Gegner können irgendetwas tun, um meine... Die Funktionanz vielleicht? Darf ich was sehen? Das wäre nett. Ich sehe was. Das ist nett. Danke, danke, danke. So, aber jetzt... Der ist Bonbon. Und hier seht ihr, wie ich mich weiter durch die Bonbons browse. Ja, selbst die Nimm-2-Tüte nimmt langsam immer weiter ab. Jetzt frage ich mich, ob ich da auch genau richtig gehandelt habe. Genau richtig. Bonbon. Ja, das ist natürlich auch sehr intelligent, ne? Wir gehen nicht ans Wasser. Der scheiß Vulkan möchte ausbrechen. Nein, wir gehen direkt rein. Direkt in die Höhle des Löwen. Und wir sind aus irgendeinem Grund nicht... wärmer geworden bisher. Ja, wir können die Reise zum Mittelpunkt der Erde ohne Spezialausrüstung antreten. Ne? Ist halt ein JRPG. Ganz kein Problem. Eine Handaxt ins Lager verstauen. Damit soll ich nicht in Zug gehen heutzutage. Das ist ja... Weil man liest ja nichts anderes mehr oder hört nichts anderes mehr. Jeden Tag, wenn ich nach Hause komme, denke ich mir, so, wo ist jetzt wieder einer? Hinüber. Ah, bei Saiken in Setsu 3. Mal sehen, komme ich... Wieso dürfen die anderen schnell rennen, nicht ich? Kann ich kaputt machen? Dann leck mich. Leck mich. So, pack die Messer weg. Pack die Messer weg. Dann eben nicht. Ist ein bisschen schade, dass wir... es ist generell ein bisschen schade, dass wir keine Peitschen mehr haben. Ich meine, Angela wäre doch auch so wunderbar mit so einer Peitsche. Oder der andere Kritikpunkt, den ich an dieses Spiel habe, ist, dass Ausrüstung ist nichts Besonderes in dem Sinne. Weil... Es gibt keine
in dem Sinne keine Waffen, Elementar-Spezialattribute oder sonst was. Es geht immer nur um höher, weiter, schneller, stärker, schnuckeliger, teurer. Meine Waffe, meine Rüstung, mein Schutzhelm. Ja, und, super, danke, danke fürs Sterben. Und, oh Gott, ich hasse es, unter dieser Brücke musst du gehen, um den Gegner nicht mehr können zu sehen. 95? Wow, Schluck. Mal ordentlich einen Schluck, sonst mach ich nicht weiter, sonst steige ich hier. So, das war's. So, stehe ich irgendwie neben den Gegner, das wäre nett. 81. Schatz, ah, schade, das war der Poto, der gestorben ist. Das ist aber sehr, sehr traurig. Bah. Und was auch sehr traurig ist, ich darf schon wieder ein Bonbon in die Angela stecken. Zimmerservice! Zimmerservice! Oh Gott, mein Hintern juckt! Ah! Oh, ah! Oh. Und wieder eine Sackgasse. Das wusste ich natürlich. Das wusste ich. Weil wir wollen ja leveln, ne? Wir werden jetzt heute eine Grinding-Session einlegen. Alles platt machen. Ja, wie gesagt, die Protos können auch heilen. Das heißt, wenn Qualle und Proto gleichzeitig da sind, ist das nicht so einfach auszumachen. Was auch kacke ist, dass sich Hawk manchmal selbst bewegt. Hawk manchmal von selbst umdreht. Ich meine, jetzt meckere ich über das Spiel hier viel. Wie gesagt, keine besonderen Schutzattribute, was Rüstung betrifft. Es geht einfach nur um mehr Defensive. Das war's. Es gibt keine andere Auswahl, keine anderen Gründe, weswegen man spezielle Ausrüstungsgegenstände, ältere Waffen tragen soll. Wie es auch dem auch sei, das hat ja der Vorgänger in der Hinsicht ein bisschen besser gemacht. Da gab es Aufwertungen von Waffen, die noch so, was war's? Konnten welche zappeln? Ich weiß, es konnten welche diesen Ballonstatus-Effekt verursachen. Aber mit dem... Ich kann auch nichts dafür, wenn ich in die falsche Richtung mal wieder angreife. Oder aber, sich Hawkey wieder umdreht. Wo ist die Qualle? Meine Qualle. Das wird schon irgendwann gehen. Das wird schon... Es hat meines Erachtens nach jetzt auch nicht so den wahnsinnigen Effekt, hier mit Magie noch zu hantieren. Weil letztendlich, wenn man jedes Mal bei den Gegnergruppen noch auf den magischen Animationseffekt hier gucken muss, dann verzögert das natürlich exorbitante und bringt jetzt meines Erachtens nach auch nicht so wahnsinnig viel. Genauso wie es gerade wenig bringt, auf die schnuckeligen Schatztruhen zu warten. Hey! Wir haben eine Speicherschatztruhe. Ja, genau. Ich meine, wenn man die Brust oder sowas aufklappen kann, dann da was Nettes drin ist, irgendwie. Ah, eine kleine goldene Statue zum Mitnehmen vielleicht. Unterwegs an jeder Stelle speichern. Da gab es mal so Errungenschaften. Ja, selbst Dark Souls hat das irgendwie mal mitgemacht. Gut, ne? Wurde direkt wieder resettet, wenn man krepiert oder das quasi nur startet. Aber immerhin, man kann an jeder Stelle Schluss machen. Und das vermisse ich so. Ich liebe es, Cliffhanger zu erzeugen und einzubinden. Aber es will ja niemand. Alle meckern, wenn ich's tue. Ein Weg erscheint. Aber das muss der richtige Weg sein. Oder vielleicht gibt's ja da doch nochmal eine Schatztruhe irgendwo am anderen Ende eines oder dieses Dungeons. Das wäre sehr nett. So, Level 14 sind wir. Alle haben den Levelaufstieg geschafft. Ja, es ist doch gut mit eurer Scheißheilung, ey. Wir haben den Levelaufstieg geschafft. Das heißt, noch 4 Level to go. Bis wir quasi in die Situation kommen, dass wir uns aussuchen dürfen, in welche Richtung wir uns weiterentwickeln. Ah, scheiß für Schnecke. Ja, ja, und ihr seht, wir kommen zwar so ein bisschen hinterher, was das Level-Up-Gedönse betrifft. Ist es mal tot? Danke, danke dir. Hier unten sind die Fieslinge. Hier unten, kommt! Jedenfalls, was wollte ich sagen? Genau. Ich sollte jetzt mal gerade gucken, wo die scheiß Gegner hier rumstehen. Verdammt nochmal. Spezialangriff. Spezialmenü! Ja, das war ein anderer Film. Könntest du mal sterben? Das Problem ist, dass diese verdammten Potos... Man steckt ja nicht drin. Man kann ja nicht die ganze Zeit treffen, ne? Weil der Agilitätswert hier für den Arsch ist. Und wenn man dann nicht trifft, ist es halt kacke, weil man sie ja nicht die ganze Zeit unterbrechen kann. Die brauchen ja auch so ein bisschen Zeit, bis sie zaubern. Zumindest die Standardgegner. Bei Boston sieht das wieder anders aus. Die lassen einen dann mich dann, wenn sie es vorbereiten, nicht mehr ins Menü rein, der Penner. Ich hasse es wie die Pest. Oh, wie ich sagte, eine Sackgasse. Was meines Erachtens nach einen anderen kleinen Kritikpunkt in diesem Spiel ausmacht. Ich meine, es ist... Ui. Seht ihr? Wir haben unser Maximum an Vitalität und Stärke erreicht. Deswegen gehe ich jetzt auf Intelligenz. Weil wir uns damit gegen feindliche Spionage...
Zauberangriffe wehren können. Ne? Und wenn die Potos mal, nee, die Mama Potos, wenn da mal wieder eine kommen sollte und die loslegen sollte, oh, 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 oh. Weil Mama Potos sind später Standardgegner. Ne? Das ist so die nächste Fassung von den Dingern. Genauso wie der lila Puschel oder der rosa Puschel eine Spezialfassung des gelben Puschels ist. Und wenn das der Fall ist, dann muss der Bernd mal ein bisschen Obacht geben. Ja, richtig Obacht geben, weil da wird es dann langsam richtig interessant, was Möglichkeiten betrifft. Und frühzeitig die richtigen Wege schon mal zu öffnen. Scheiße. Oh, wir haben Quallenöl. Was bringt Quallenöl nochmal? Massagezeug oder sowas? Oder was für andere Körperteile? Hey! Wir kommen mal ganz gut durch, ohne dass wir andauernd irgendwelche verdammten Bonbons fressen dürfen. Ja, ich habe nicht zu viel versprochen. Jetzt gehen natürlich alle auf die Mädels los hier. Ist der Hawk nicht muskulös genug für euch oder sowas? Ist die, na gut, die ist stärker, ne? Also, ich glaube, wenn die mal ihren Bizeps anspannt, hoi, 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 da geraten dann Erdplatten in Rotation. Oh, Sieg. Sieg bedeutet immer Level Up. Nein. So, dann nimm du jetzt, da gehst du auf Vitalität, gell, Fräulein? Das Praktische. Jetzt müssen wir mal gucken. So, eine Abzweigung. Haben wir jetzt etwa die Qual der Wahl, welchen Weg wir gehen wollen? Ist es wie immer. Einer führt ins Nichts, der andere führt woanders hin, zu was anderem netten. Sagen wir es mal so. Ich kann die Erfahrungspunkte ja sehr gut gebrauchen, ne? Also, ich habe das Gefühl gerade, wir kommen nicht in die Bredouille, die ich erklärt habe, sprich... Schatztruhe. Nein. Sprich, seltener Samen. Sprich, dass ich zu früh Level 18 erreiche. Das ist zum Glück, ist glücklicherweise dann wohl oder übel nicht so. Wie gesagt, ich werde auch irgendwann sicherlich eine Grinding-Session einlegen. Also spätestens in der zweiten Hälfte des Spiels, vermutlich, haben wir nämlich einen Punkt erreicht, in dem sehr, sehr schnell die Gegner uns einfach über den Kopf wachsen. Das habe ich nicht gerade geguckt. Also ihr seht ja, die Gegner, wir haben sie jetzt gerade so mit zwei Charakteren leveltechnisch wieder eingeholt. Was sehr nett ist, aber wir werden bald eine Stelle erreichen, wo das Aufleveln relativ... Ich meine, es dauert jetzt, meines Erachtens, für so eine Art Spiel schon nicht gerade kurz aufzuleveln. Ne? Gerade wo man noch so im unteren Bereich ist und so weiter und so fort, da dauert das schon ein bisschen. Ich werde erstmal auf die Qualle losgehen, danke. Da dauert das schon ein bisschen. Und dann nehmen die Gegner sehr, 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 sehr schnell, sehr, sehr schnell im späteren Verlauf an Leveln zu. Und... Gut, wie gesagt, ich habe es nie ohne Grinding versucht, aber da gerät man doch sehr, sehr schnell ins Hintertreffen, ne? Und gerade dann, wenn man bestimmte Fertigkeiten einsetzen möchte, die man aber noch nicht erlernt hat, weil einem dafür noch Level oder irgendwelche Voraussetzungen fehlen. Ja, da kommt man dann schon mal in eine entsprechende Not. Jetzt gibt's natürlich... Oh, das geht wenigstens nur auf einen. Und ich habe das Bonbon bekommen, was ich jetzt gleich wohl brauchen werde. Wie Schaden macht das? Noch 39, das geht noch, ne? Ja, und da muss ich mal gucken. Aber... Das wird noch ein kleines bisschen dauern. Ja, wir müssen erstmal die 8. Obwohl, nein, ich will jetzt nicht spoilern. Zumindest für diejenigen, die das Spiel kennen. Aber ich würde mich mal interessieren, für die zugucken und für die gerade insbesondere das Spiel nicht kennen. Was sind die Gründe, weswegen ihr euch das hier anguckt? Ne, wenn ich so Kommentare wie Kämpfe... Also, ich deute es jetzt einfach mal rein. Kämpfe sind langweilig ohne... Ende? Dreh das Teil. So, auch du wirst intelligenter. Kämpfe sind langweilig, ja, ne? Das, wie gesagt, das Spiel strotzt jetzt so ziemlich fast alle Spiele von damals, oder viele JRPGs von damals, oder Action-JRPGs von damals, strotzt jetzt natürlich nicht so wahnsinnig vor Story, ne? Also, es ist doch sehr, sehr basic. Aber vielleicht offenbart sich die fast, ich meine, ich habe nie drüber nachgedacht. Ich habe das früher gespielt und ich hatte wahnsinnig viel Spaß dabei, genauso. Ich weiß, ich bin auf Mana auch. Wobei, als Kind... Oder, junge Erwachsene ist jetzt dann auch ein bisschen, wäre da ein bisschen früh gewesen. Sogar für mich, so als Kind lässt man sich ja doch deutlich leichter von Spielegeschichten beeindrucken. Ne? Ich habe ja auch mal davon erzählt bei Zelda, dem Super NES Zelda, dem A Link to the Past Zelda. Boah, was war ich da geflasht von der Sequenz, wo Link das Schwert aus dem Stein zieht. Und da habe ich dann... Wie sag mal, für die, die es gerne weghören, habe ich dann meine Mutter mal gerufen, wo ich dann mit einem späteren Spielstand mal da, mit einem anderen Spielstand mal da gewesen bin und habe gesagt, Mama, guck mal! Dann ist sie gekommen, hat es gesehen, dachte ich, hä? Und für sowas rufst du mich? Da habe ich mich geschämt. Boah, hab ich mich da geschämt!
Ja, und seitdem... Und wenn ich mich daran zurückerinnere, ja, früher war man leicht zu beeindruckt. Und, ja gut, was habe ich denn... Ich glaube, da habe ich schon sowas wie Final Fantasy 6 gespielt gehabt, bevor ich sowas hier gespielt habe. Mal. Ne, vor allem bei früher, ne? Da musste der Bernd noch ins Internetcafé gehen, um sich die ROMs, ich meine, um sich eine Möglichkeit zu erschaffen oder verschaffen, dieses Spiel überhaupt spielen zu können. Mal. Nicht auf der Originalkonsole und sowas. Nein. Ups, jetzt habe ich leider Gottes diese Schatztruhe übersehen. So, jetzt sind wir... Na komm, bringen wir sie um. Wir haben noch Puffer nach oben. Gut, ist doch nicht das Ende im Gelände hier. Aber wir haben noch Puffer nach oben. Und wir nehmen alles mit. Alles muss sterben. Alles muss krepieren. Und ja, früher war das dann doch so, der ein oder andere, ich gucke Evil Rico an, falls der noch zuguckt, wird sich daran erinnern, dass man mitunter, je nachdem, was für ein Spiel man da für diese aufkommenden Emulatoren damals haben wollte, wenn man irgendwo mal eine Quelle gefunden hat, dieses auch angeboten hat, wenn ich mich nämlich richtig entsinne... Nein, verdammt, es ist knapp daneben gegangen. Wenn ich mich nämlich recht entsinne, ist das jetzt schlimm? Oh ja, es ist schlimm. Wenn ich mich recht entsinne, dann hat man eine Weile gesucht, und eine Weile rumprobiert, weil dann funktionierten die Dinger nicht und funktionierten nicht. Dann hatte man alles gefunden und dann, yay, es funktioniert. Dann ist man gierig auch nach Hause. Man wollte ja nicht, dass da irgendwie die Betreiber sehen, wofür man da hier, wofür man die Dinger missbraucht. Also, dann gierig nach Hause, gespielt und dann, oh scheiße, Absturz. Oh scheiße, es stürzt an immer und der gleichen und derselben Stelle ab. Oh Gott, ich kann es nicht weiterspielen, weil das Scheiße produziert oder... Es funktioniert eben nicht. Bug drin und sowas. Oder was auch immer. Ja, und dann auch, scheiße, jetzt habe ich mein Taschengeld für diese Woche schon wieder ausgegeben. Ich kann nicht zurück ins Internetcafé. Und ich will jetzt auch weiterspielen. Weil es macht einfach Spaß, sich hier durchzumetzeln. Ne? Das ist so toll. Ähnlich wie Diablo, außer dass es natürlich den tollen Loot nicht gibt oder die Wahrscheinlichkeit auf tollen Loot. Wobei, es gab hier doch eine nicht gerade geringe Zahl von Leuten, die hat mal gesagt, als ich mal zur Wahl... Diesmal zur Wahl gestellt oder sowas, Diablo 2 LP draus zu machen, aber ich war nie gut in Diablo 2. Alles andere außer gut. Und dementsprechend muss nicht sein. Ich habe jetzt auch beim letzten GDQ-Event mal so ein Speedrun von Diablo 2 gesehen und hab mir gedacht, ach du Scheiße. Krasse Sache das. Sehr krasse Sache das. Was ich allerdings hier ganz praktisch finde, wo ich es gerade sehe, Schluck Schluck, ist, dass Schluck Schluck eigentlich nichts bringt, außer dass es einen Charakter mal kurzzeitig aus dem Kampf entfernt. Es sei denn, es gibt noch irgendwas Geheimes, was ich vorher nicht gekannt habe. Mal gerade gucken, was hier oben war. Das hier richtig? Weil das kommt mir hier gerade sehr bekannt vor, vom optischen Weg. Mach deinen Spezialangriff! Das hasse ich manchmal, das hasse ich manchmal wie die Pest. Da steht man davor, ist theoretisch in der Lage, was zu machen und nicht den Gegner sich heilen zu lassen. Aber wenigstens kam das für ihn zu spät. Da kam der Arzt zu spät an. Oh, es ist eine Mama Poto da. Aber zuerst mal die Zunge hier entwarzen. Und dann macht er diesen Angriff nicht. Da dauert das so ewig lange, bis er wieder bereit ist, um noch was zu tun. Steht man davor? Ja, jetzt geht das schön schnell. Oh, Mama Poto. Poto. Stimmt. Ja, man sieht's auch. Sie geben wesentlich mehr Erfahrungspunkte. Und, Moment, jetzt will ich aber erstmal hier Angela nochmal heilen, weil wenn das jetzt Giftgas wird, dann wird sie dadurch wahrscheinlich sterben. Ach toll, es ist eine Laterna-Statue. Die Statuen, die Geisterstatuen sind die besseren Varianten der Münzen. Also, daran sieht man auch schon, dass der Gegner eigentlich für später vorgesehen ist. Und durch die Stats, die er mehr hat, ist er dann auch etwas gefährlicher. Als das, was sonst hier rumkeucht. Ich bin hier bei manchen Einstellungen hier. Tut mal was? Danke. Ich bin hier bei manchen Einstellungen. Jetzt sind die Gegner hier auch schon Level 16. Und ich bin noch nicht Level 16. Sie leveln schneller als ich. Und sie wissen es. Und ich treffe nicht mit meinen Spezialangriffen, wie ich gerade feststelle. Aber dafür kriegen wir auch mehr Erfahrungspunkte. Ne? Also von daher leveln wir dann auch ein bisschen schneller. Geht Jan Strom auf die 50 zu. Bald kann ich Jubiläum feiern. Oder das 100. Bonbon benutzt zu haben. Ja, hier in dieser Stelle habe ich mich immer gefreut, wenn ich eine haifähige Klasse mein eigen nannte. Das Problem ist nur, dass die haifähigen Klassen, außer einer, dann leider noch nicht direkt... noch nicht direkt Massenheilung haben. Ne? Immer zuerst schön Single-Target-Heilung. Das ist blöd. Was?
Wer läutet hier die Alarmglöckchen? Ich hasse es. Warum muss man zwei Gegner gleichzeitig immer da haben, die heilen können? So eine Sauerei. Ich hasse es. Verlängert die Qualen meiner nicht kampfliebenden Zuschauer nur. Ach ja, zu den Tomatenmännern. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Könnte Aussehung oder GR sein. Hätte immer was zu meckern. Dass die Liese? Nein. Nee, so. Nämlich, dass die Tomatenmänner für ihn aussehen wie die ganz normalen Buschmänner, Fronis. Kann ich nicht sagen. Und die hätten wohl eine Arschritze, die man sehen kann, wenn sie sich umdrehen. Darauf kann auch nur er kommen. Also, ich weiß nicht, ich gucke hier immer auf einen nicht bildschirmfüllenden Bildschirm. Und deswegen mag das Bild für mich und als Schwersehenden hier vielleicht ein bisschen zu klein wirken, damit ich das wirklich richtig identifizieren kann. Aber diese wirklich knallrote Hautfarbe und dieser kugelrunde Kopf und dieser kugelrunde Unterleib mit der kugelrunden Dose, in der sie sich reingesetzt haben, da frage ich mich wirklich ernsthaft, ist das wirklich nicht als Tomatenmann zu erkennen oder was? Ah, ich hasse den verrückten Tanz. So, Bonbon, Bonbon, diese Hawk Angela, so. Immer direkt gucken, weil es immer relativ zu der derzeitigen Position des Cursors in der Gruppe ist. Ist ein bisschen blöd. Ich würde es gerne einstellen können, dass der Cursor immer an derselben Stelle angezeigt wird. Ich hasse den toten Tanz. Diese scheiß Spezialangriffe, die die Gegner genauso haben wie wir. Oder der Säureregen. Irgendwas kann. Oder der konnte auch die Abwehr reduzieren. Irgendwas konnten die. Oh, es ist wieder Mama Poto gespawnt. Mal sehen, eine neue Laterna-Statue wäre vielleicht gar nicht mal so. Mach was! Laterna-Statue wäre nicht verkehrt, aber... Ah, schade. Da sind wir jetzt auf den falschen losgegangen. Leider, leider. So. Super. So, ich glaube, hier unten war eine Sackgasse. Ohne Gegner jedoch. Leider, leider. Weil die kann man immer gut benutzen. Demnach bleibt nur noch dieser eine Weg hier übrig. Werden wir noch... Benutzt deine Spezial... Ich habe das Gefühl, dass, wenn man bei einem Gegentreffer erleidet, dass dann... Das zeitlich wie... Ah, sehr schön. Dass es zeitlich resettet wird, dass man nochmal den Angriff dann wieder neu aufladen muss. Und man nicht direkt angreifen kann. Das ist natürlich da ein wenig sehr, sehr lästig. Okay, noch mehr. Ja, wir müssten jetzt bald aber die Position... Wo kommt der denn da oben her? Okay, dann zermanschen sie schon. Dann komm, hau drauf. Vielleicht hätte ich aber auch statt... was habe ich jetzt? Achso, nee, Angela ist noch nicht bei maximaler. Wir haben uns noch gleich Konstitution angekommen, gell? Oh, noch eine Sackgasse. Sieht aus wie. Nein, das sage ich jetzt besser nicht. Nein, das sage ich jetzt wirklich nicht. Ihr wisst schon, wie das aussieht, ne? Also alle wissen das, wie das aussieht. So halbwegs hier. Ne? Mit dem strammen Schaft da oben, der als Weg wieder aus dieser Sackgasse herausführt. Aber mehr sage ich jetzt nicht. Ne? Das ist. Die Wurzel aller Kreaturen hier. Wenn was ich sagen wollte, ist, so ja, komm, jetzt leveln wir einfach mal Stärke. Der Rest ist eh total wurscht. Geweint, mehr oder weniger. Also auch ein bisschen schade, das wollte ich eben eigentlich gesagt haben, dass Sackgassen eigentlich immer relativ scheiße, also sie bieten nichts. Es wäre schön gewesen, mal irgendwie eine Schatztruhe oder sowas finden zu können, aber so optionale Gegenstände, die irgendwann platziert worden sind, zum Aufheben, sind ja sehr, sehr selten. Doch finden wir vor dem Ausbruch des Vulkans noch irgendwann hier raus. Aber in der nächsten Folge von Let's Play Psychic Zetsu 3 wieder mit kämpfen. Bis dann. Tschüssi.